Tanzen ist modern geworden. Ja. Bei Menschen, glaube ich, bewirkt es ganz viele Glückshormone, die man freisetzt, wenn es einem Spaß macht. Wenn man nicht so viel Spaß dran findet, dann ist es wahrscheinlich eher eine Qual, zum Tanzen zu gehen. Aber die meisten Leute, die herkommen, sagen, es macht so viel Spaß, die Musik ist so schön. Und man fühlt sich danach wahrscheinlich sehr befreit und einfach entspannt. Ich habe eigentlich angefangen, seitdem ich laufen kann. Und dann habe ich in der Kindertanzstunde mitgetanzt. Dann war ich in der Deutschlandhalle ganz viel mit, habe bei den Veranstaltungen mit vorgetanzt, als 3- bis 4-Jährige schon. Als ich dann so 13, 14 war, hatte ich dann nicht mehr so viel Lust zu tanzen. Dann kam so ein Umbruch in meinem Leben. Da war dann alles doof. Dann habe ich auch gesagt, ich will das niemals machen, weil meine Mutter einfach immer 7 Tage die Woche weg war und ich habe sie nie gesehen. Und dann war ich in der 10. Klasse, habe mir einen Realschulabschluss gemacht und dann war so die Frage, was machst du denn jetzt? Und dann war irgendwie am naheliegendsten zu sagen, eigentlich wäre es gar nicht schlecht zu tanzen. Eigentlich ist es ja doch ganz toll. Jetzt mache ich gerade ganz frisch Zumba. Das ist so der neueste Trend, der jetzt nach Deutschland gekommen ist. Das Schöne an Zumba ist, man merkt gar nicht, dass man sich so anstrengt. Es ist so Salsa, Merengue, es kommt so aus Kuba und so ganz lateinamerikanisch ist die Musik und ganz rhythmisch. Die Musik ist so mitreißend, dass man 45 Minuten tanzt und dann merkt man, oh, ich bin ganz nass geschwitzt. Wir geben die Möglichkeit, dass man sich als einzelne Dame oder auch als einzelnen Herrn anmeldet. Wir können nicht hundertprozentig versprechen, dass wir den passenden Partner stellen können. Aber wenn wir es frühzeitig genug wissen, dass die Dame, die sich da anmeldet, weiß ich nicht, Mitte 30, sucht jetzt für Salsa einen Mann, dann kriegen wir es eigentlich immer ganz gut hin. Und wenn sich kein einzelner Herr anmeldet, dann stellen wir einen Herrn, der hier schon tanzt. Und dann fragen wir ihn, hey, hast du nicht Lust, mit der Dame in dem Kurs zu tanzen? Und dann machen die Herren das auch ganz gerne eigentlich. Also wir haben sogar schon zu Ehen hier geführt und Partnervermittlung. Hier finden sich auch viele Leute, besonders bei den Jugendlichen natürlich. Da kann man immer gar nicht so schnell gucken, wer hier mit wem sich anfreundet. Das ist spannend.